Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Maskengegner, 7-Tage-Inzidenz, Boostern, 2G, 3G, FFP2, FFP3. Lauter Begriffe, auf die man noch vor 2 Jahren verständnislos reagiert hätte. Inzwischen zuckt man auch nicht mehr, wenn von einem hybriden Parteitag die Rede ist. Einen solchen hielt die SPD heute ab. Die Parteiprominenz war vor Ort in Berlin. Die meisten der über 600 Delegierten nur zugeschaltet. Von der Wahl der neuen Parteispitze und des neuen Generalsekretärs verspricht sich die SPD einerseits Verjüngung und neue Impulse, andererseits Ausgleich und Befriedung. Christian von Rechenberg war für uns in Berlin. Ja, ich nehme die Wahl sehr gerne an und ich danke für euer Vertrauen. Ich nehme die Wahl sehr gerne an. Vielen Dank für das Vertrauen. Es harmoniert bereits das neue Spitzenduo Saskia Esken und Lars Klingbeil. Nur im Ergebnis etwas auseinander. Esken knapp 77%, Klingbeil 86. Ihm dankt die Partei heute auch den gelungenen Wahlkampf. Ich freue mich darauf. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ganz viel Respekt und ich habe aber auch viel vor mit meiner Partei. Ich will die SPD prägen. Wir waren in den letzten 2 Jahren erfolgreich, weil wir einen bestimmten Stil auch verkörpert haben, weil wir geschlossen waren, weil wir uns um Alltagsthemen gekümmert haben. Klingbeil, Architekt eben jener Geschlossenheit, für seinen sanften Stil in der kritischen Phase des SPD-Wahlkampfs kritisiert. Heute sieht er sich bestätigt, reklamiert Gestaltungsanspruch der SPD, ruft gar ein sozialdemokratisches Jahrzehnt aus, was nur im Team möglich sei. Klingbeil kann Team. Der Weg in eine gute Zukunft, der führt über Brücken, der geht nicht durch Gräben. Führung und gute Führung macht nicht aus, dass man Maulheld ist und alle Antworten schon immer weiß. Das ist zugegebenermaßen oft kein lauter Prozess. Aber ich sage euch, es ist ein sehr kraftvoller. Und das ist mein Weg. Seiner bisher weniger. Kevin Kühnert, nimmermüder Rebell, der die GroKo stoppen wollte, Scholz als Vorsitzenden mitgestoppt hat, sucht eine neue Rolle. Und er wird sie bekommen. Ich möchte alles dafür geben, der Sozialdemokratischen Partei, ihrer Sache, ihren Beschlüssen und ihren aktuell so stolzen Mitgliedern in den kommenden 2 Jahren als Generalsekretär dienen zu dürfen. Er darf. Die Partei gibt ihm ein solides Mandat. Kabeleien mit dem Kanzler soll es mit ihm als Generalsekretär nicht geben. Und doch kündigt Kühnert an, Themen nachzuschärfen, wenn es sein muss. Er nennt gleich eine Handvoll. Doch keine widerspenstigen Zähmungen? Und wenn einige den Eindruck haben, der Kühnert wird angepasst, dann werden die mir das schon mitteilen. Ich bin aber sehr optimistisch, dass man in einer linken Volkspartei, das ist die SPD, kritischer Geist bleiben kann, ohne Störenfried deswegen zu werden. Stören könnten andere. Die Jusos etwa formulieren bei der Vermögensverteilung bereits Forderungen. Da müssen wir uns weiter einmischen und ich hoffe, dass die FDP ehrlich gesagt mal auf ein paar Erkenntnisse stößt, denn das garantiert den Zusammenhalt in der Gesellschaft und das, was wir jetzt erleben, ist einfach nicht gerecht. Es wird womöglich Gegenwind geben für ihn. Olaf Scholz heute mit einer Kanzlerrede. Respekt, sein Thema. Mut und eine Ermahnung. Die Bürgerinnen und Bürger müssen das Gefühl entwickeln und das Vertrauen, dass was öffentlich gesagt wird, hinterher auch umgesetzt wird in der Politik. Geschlossenheit hat die SPD ins Kanzleramt gebracht. So zeigte sie sich auch heute mit neuer, verjüngter Spitze. Derweil war Außenministerin Annalena Baerbock heute auf einer Art internationalem Speed-Dating. Beim Außenministertreffen der G7 in Liverpool lernte sie auf einen Schlag die Kolleginnen und Kollegen der wichtigsten Partnerstaaten kennen. Die 7 führenden Industriestaaten verstehen sich nicht nur als Wirtschaftsmächte, sondern auch als Wertegemeinschaft. Deshalb tagt man ja auch nicht mehr im G8-Format mit Russland. Damit ist es seit 2014 vorbei, seit der Annexion der Krim. Der Ukraine-Konflikt ist geblieben und heute wieder ganz oben auf der Tagesordnung. Andreas Künast hat die neue deutsche Außenministerin nach Liverpool begleitet. Wenn man plötzlich im Fokus der Weltpresse steht, in einer der mächtigsten Runden der Diplomatie, kann es nicht schaden, einen im Rücken zu haben, der schon alles erlebt und alles verhandelt hat. In Liverpool sitzt Jens Plötner, der politische Direktor des Auswärtigen Amts, hinter Ministerin Baerbock, was Pluspunkt und Ausrufezeichen ist. Jetzt wird es ernst. Die USA drängen Deutschland zum diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China. Italien ist eher dagegen. Großbritannien drängt Baerbock, Nord Stream 2 zu verhindern. Japan drängt zu mehr Härte gegen China. Es gibt keine Schonfrist für das Team Baerbock-Plötner. Die Stimmung unter den G7 ist ernst.
We need to defend ourselves. Wir müssen uns gegen die wachsenden Bedrohungen durch feindliche Akteure wehren. Wir müssen uns gemeinsam stark machen, um den Aggressoren die Stirn zu bieten, die versuchen, die Grenzen von Freiheit und Demokratie einzuschränken. Für Liverpool, für die Stadt der Fab Four, haben die G7 heute keine Zeit und keinen Blick, obwohl sie im Liverpool-Museum tagen. Für Annalena Baerbock ist die erste Woche im Amt eine endlose Aneinanderreihung erster Treffen. 30 Minuten Italien, 30 Minuten Großbritannien, dann Japan und so weiter. Top-Diplomat Plötner ist immer dabei und sieht zumindest nicht unglücklich aus. Das ist der Job einer Außenministerin, dass man keine Zeit fürs langen Einstieg hat. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst einen Einstieg gewählt, indem ich direkt alle entscheidenden Außenministerinnen und Außenminister jetzt getroffen habe. Einseitige Festlegungen muss Baerbock vermeiden, Aussagen, die den Koalitionsfrieden stören, auch. Dass der neue Bundeskanzler Außenpolitik als Chefsache sieht, zeigt Scholz, indem er Jens Plötner vom Außenamt ins Kanzleramt holt, als obersten außenpolitischen Berater. Bleibt die Frage, ob die Neue am G7-Tisch überhaupt neue Akzente setzen konnte. Doch, konnten wir und konnte ich. Das betrifft den Klimaschutz, aber es betrifft eben genauso geostrategische Fragen. Worin investieren wir eigentlich? In welche Regionen? Und wie können wir da liberale Demokratien stärken? In 3 Wochen geht die britische G7-Präsidentschaft zu Ende. Im nächsten Jahr heißt der Gastgeber Deutschland und die Gastgeberin Baerbock. Weiter geht's mit den Nachrichten. In den USA gab es verheerende Wirbelstürme mit vielen Todesopfern, Heinz. Ja, diese Wirbelstürme sind über mehrere Bundesstaaten hinweggezogen. Besonders schwer betroffen ist Kentucky. Und die Behörden befürchten, dass allein dort mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen sind. Ein Trümmerfeld, wo einmal eine Kerzenfabrik war. Über 100 Menschen arbeiteten dort, als der Sturm Mayfield, Kentucky traf. Viele werden noch vermisst. Ich will meine Frau finden. Ich hoffe, sie ist in Sicherheit. Bitte ruf mich an, sobald du kannst. Das historische Zentrum von Mayfield gleicht einem Kriegsschauplatz. Die Kleinstadt im Südosten der USA komplett zerstört. Das waren die schlimmsten, verheerendsten und tödlichsten Tornados in der Geschichte von Kentucky. Auch andere Bundesstaaten wurden von den mehr als 30 Tornados verwüstet. In Illinois stürzte das Dach eines Amazon-Verteilzentrums ein. Auch hier gab es Tote. Der US-Präsident verspricht Hilfe. Es ist eine Tragödie und wir wissen immer noch nicht, wie viele Menschen wir verloren haben oder welches Ausmaß die Zerstörung hat. Aber ich möchte betonen, die Regierung wird alles tun, um zu helfen. In den Trümmern suchen die Menschen noch nach Überlebenden, aber die Zahl der Toten könnte weiter steigen. Nach Deutschland zur Corona-Situation und den aktuellen Zahlen. Das Robert-Koch-Institut meldet 53.697 Neuinfektionen an einem Tag, 10.813 weniger als vor einer Woche. 510 Todesfälle kamen hinzu. Die Inzidenz sinkt auf 402,9. In mehreren Städten Deutschlands haben heute Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und die Pandemiepolitik demonstriert. In Hamburg waren nach Angaben der Polizei rund 8.000 Demonstranten unterwegs. Die Kundgebung in der Innenstadt verlief friedlich. Jeweils rund 2.000 Menschen beteiligten sich in Fürth und Neumarkt in der Oberpfalz an Demonstrationen. Derweil wächst die Sorge über die sich rasant ausbreitende Variante Omikron. Großbritannien, das uns in der Vergangenheit ja auch schon mit einigem zeitlich voraus war, verzeichnet bereits hohe Raten. Britische Forscher vermuten, dass Omikron schon im Laufe der nächsten Tage zum dominanten Virustyp wird. Das Wachstum dieser Variante ist rasant. Das hatte sich schon in Südafrika gezeigt. Die britische Regierung hat auch wieder Eindämmungsmaßnahmen verhängt. Und heute blickt das Land auf eine neue Studie seiner besten Modellierer. Wenn man die Szenarien sich ansieht, versteht man, warum auch bei uns Wissenschaftler vor dem Januar warnen.
Aus London, Yasin Herlan. Sie haben bei Corona ja schon öfter die Wellen ganz vorne geritten, die Briten. Ob bei Beta, der damals noch Kent genannten Variante, vor rund einem Jahr oder später bei Delta. Nun aber scheint es, als wenn auch Omikron sich auf der Insel rasant verbreiten und zu erheblichen Problemen führen wird. Laut einer Studie könnte Omikron, wenn keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden, im besten Fall zu rund 25.000 weiteren Todesfällen diesen Winter führen. Im schlimmsten Fall gar zu 75.000. Basierend auf der Annahme, dass Omikron genauso gefährlich ist wie Delta, was allerdings noch nicht sicher ist. Einer der Gründe, weshalb wir annehmen, dass Omikron zu weniger schweren Krankheitsverläufen führen könnte, ist, dass die Variante bisher vorwiegend auf Genesene oder Geimpfte getroffen ist. Das haben wir aber in unserem Modell bereits berücksichtigt und sehen dennoch eine ziemlich substanzielle Welle an Krankenhauseinweisungen und leider auch Todesfällen auf uns zukommen. Die Studie des angesehenen Londoner Forschungsinstituts ist noch nicht von Fachkollegen umfassend begutachtet worden, sorgt aber bereits für erheblichen Diskussionsstoff. Selbst wenn in einer starken Welle viele nur leichte Symptome entwickeln, ist dies trotzdem genug, um das Gesundheitssystem komplett zu überlasten. Seit dem sogenannten Freedom Day im Juli hat Großbritannien konstant hohe Infektionszahlen mit um die 40.000 bis 50.000 Fällen pro Tag, was sich aber nicht in übermäßigen Krankenhauseinweisungen und Todesfällen niederschlug. Verlassen konnte man sich da auf ein bis dahin erfolgreiches Impfprogramm. Mit Omikron wird die Lage jetzt komplizierter, wenn auch keineswegs aussichtslos. Gegen Omikron gibt es nach 2 Impfungen einen geringeren Schutz vor einer Ansteckung, als es bei Delta der Fall war. Nach einer Boosterimpfung steigt der allerdings auf über 70%. Das ist ein guter Level und unterstreicht die Wichtigkeit der dritten Impfung. Die britische Regierung steht vor einem Dilemma. Nach langer Zeit entspannter Handhabe gelten nun etwas strengere Regeln. Über den sogenannten Plan B mit forcierter Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen für Großveranstaltungen stimmt das Parlament in der kommenden Woche ab. Und rasch wird es politisch. Selbst bei der Durchsetzung dieser milden Einschränkungen droht dem durch zuletzt zahlreiche Skandale angeschlagenen Premier Johnson eine Rebellion vom rechten Flügel seiner Partei. Dabei braucht das Land, so wie es jetzt aussieht, gegen Omikron eher mindestens einen Plan C. Besuch per Videoschalte bekam heute der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation. Gemeldet hat sich Bundespräsident Steinmeier. Und zugeschaltet waren außerdem Kinder der Stiftung Kinderherz, deren Botschafter Maurer ist. Der Astronaut, der seit Mitte November auf der ISS lebt, berichtete über seinen Alltag und die Arbeit im All, wo er unter anderem zur Herzmedizin forscht. Die Lottozahlen dieses Samstags, sie lauten wie immer ohne Gewähr 1, 9, 23, 40, 46, 49, Superzahl 0. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und noch die Wetteraussichten für morgen. Im Süden bleibt es meist trocken, an den Alpen gibt es auch Sonne. Sonst zieht ein Regengebiet von West nach Ost. Dabei kann es in den östlichen Mittelgebirgen anfangs Eisregen geben. Bei einem lebhaften Südwestwind werden 0 bis 11 Grad erreicht. In den nächsten Tagen stellt sich ruhiges und eher mildes Winterwetter mit Hochnebel, wenig Sonne und vereinzelt Sprühregen ein. Das war's von uns. Gleich geht's weiter mit dem aktuellen Sportstudio. Und danach um 0.25 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Und uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.